Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Ja, seit 3 Tagen gab es kein YouTube-Video, weil wir hier in Hamburg ein Offline-Seminar hatten, das letzte in diesem Jahr. Und ja, jetzt geht es wieder ganz normal los. Wir sind bei 71. Ich würde jetzt erst einmal auf die 16.300 die Box platzieren. Ja, wir blicken einmal auf die gestrige Vola und auf die Trading Range. Also wir haben gestern 60 Punkte, das ist relativ wenig. Ja, 60 Pips, ja, ist nicht viel an Volatilität. Gucken, dass wir heute ein bisschen mehr reinkriegen, 8.40 Uhr. Wo kommt die Vola-Box rein? Die Vola-Box wird geforecastet bei 16.288. Das heißt, wir sind aktuell bei dem Niveau bei 70. Es reicht nicht, um ein erhöhtes Risiko jetzt erstmal einzugehen. Und dann fangen wir an, wie jeden Morgen einmal die Schönwetterlage uns einmal anzuschauen. Fangen an bei der Vorlage DAX. Nehmen Zickzacklinie wie immer. Gehen einmal in the DAX rein. Wir sehen hier Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Also da sieht alles bullisch aus. Wir gehen weiter eine Etage tiefer, nehmen uns Gold zur Brust, Daily Long. Wir wechseln 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Short, 5 Minuten Long. Öl, Daily Short und hier werde ich angreifen. Das kommen wir gleich zu. 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short, 5. Bei Öl bleiben wir jetzt stehen. Das ist ja mein persönlicher Freund dieses Jahr. Es gibt immer einmal im Jahr, wo ich einen speziellen Markt habe. So, Daily. Wir sehen dort Short und ich werde hier zusätzlich eine Short-Position aufbauen, weil ich habe unten Trades laufen und das ist das Signal für mich hier nochmal ein Set 4 ausführen, 1% Risiko. Wir gehen jetzt Short und ziehen den Trade weiter runter und ich zeige euch, wo denn die Reise hingehen könnte. Erst einmal für den Trade. So, das heißt, wir sehen hier, wir gehen bei 73, ist erstmal die Zielmarke. 73, 38er Retracement, das wäre mein Wunschdenken, wäre bei 65. So, da schauen wir mal, wie schnell die ganze Bewegung läuft. Also Öl Short, damit ich einen besseren Durchschnittspreis hier bekomme. Vorlage, Zickzack, Linie. Dann nochmal Daily Short auf Wochenbasis. Wenn wir uns das anschauen, sehen wir auch hier, wo wir den Bereich auch haben. So, also Daily sind wir knapp plus minus 0. 4 Stunden definitiv Short. Stunde auch Short. 30 Short, 15 Short und 5 auch Short im Öl. Nächster Markt. In Öl oder nach Öl ist die Technologiebörse Nasdaq. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Nächster Markt ist S&P 500. Daily Long, 4 Stunden Long, 30 Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Da bleibt alles sehr, sehr bullish. Dow Jones, Daily Long, 4 Stunden Long, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short und 15 Long. Hier ist ein bisschen leichte Gewichtung auf fallenden Kurs. Und dann gehen wir runter zu den Kryptos. 59.000 Daily Long auf Bitcoin.
4 Stunden Short, Stunde Short 30, Short 15 Short und 5 auch Short. Ethereum, Daily Long, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Long und 15 Short und 5 auch Short. Das ist die kurze Vorbereitung hier auf den heutigen Tag und so, 6 Sekunden noch bis zur Markteröffnung. 4 und los geht's. Bin ich gerade bei Maurice hier fast drin in seinem. Und wir gehen in die Vola-Box 16273, 16288. Big Number ist oben auch platziert auf der rechten Seite. Und wir sind weit über unser Ziel. Das ist der Eröffnungstrade gewesen, Vola-Box. Markt bricht hier unten aus in dem Short-Modus. Und ja, für alle, die ein bisschen größeres Risiko fahren, wenn wir hier unten ankommen sollten bis 9:30 Uhr circa in diese grüne Box, dann können wir hier versuchen, in den Markt einzusteigen. Die zweite Möglichkeit für alle Clubmitglieder, die auch jetzt hier in Hamburg waren und mit uns trainiert haben, MTX Short, wenn es die nächste 5-Minuten-Kerze ist und wir unterhalb des Daily Pivots schließen, treten wir hier auch eine Box. Auch das nur der Hinweis. Und ich verabschiede mich jetzt bei den YouTubern. Das war der Eröffnungstrade live und in Farbe. Bedanke mich recht herzlich und bis morgen.